liebe Freunde des Pedalierens. Heute habe ich zwei Motti. Eine Radeln gegen Kopfschmerzen und das zweite ist, ich möchte über 100 Kilometer heute fahren. Das ist mein Ziel. Und dazu fahre ich erstmal in Richtung Südosten aus Berlin raus. Falsch, in Richtung Südwesten aus Berlin raus. Auf den Hohen Fleming zu. Also leicht bergauf und leicht gegen den Wind. Ihr dürft dabei sein. Kette rechts. Aus dem kleinen Machno wollen wir so langsam schon wieder raus. Im Straße, Geschäfte, Personen, Autos. Hier ist die Schleuse, Klein Machno zu sehen. Ludwigsfelde ist erstmal ein grobes Ziel. Wir sind jetzt in Stahnsdorf. Gegenwind bleibt. Der nächste Ort heißt Sputendorf. Jetzt geht es für mich hier parallel zur Schnellstraße, die von Potsdam in Richtung Flughafen Schönefeld führt. Bald BER. Ja. Kurz gedreht und eine kurze Mitwindpassage, bevor es zurück in den Wind geht. Nach in 120 Metern geradeaus auf Großbärenstraße. Es ist mir gelungen, doch wieder Platte einzubauen, obwohl ich das eigentlich auch heute vermeiden wollte. Es soll eigentlich hauptsächlich Asphalt sein, aber nur Asphalt. Und es passiert mir auch noch einen Weg, den ich kenne. Das war gerade Sputendorf, also mein Weg vom Markgrafenhof nach Sputendorf war die Platte. Die Ortsein- und Durchfahrt war jetzt das übliche Kopfsteinpflaster, was zu einer Brandenburg-Tour dazugehört. Und nun bin ich raus aus Sputendorf und gleich ist die Straße wieder besser. Und ja, die Hälfte der avisierten Kopfsteinpflasterstrecke habe ich hinter mich gebracht. Platte war gar nicht auf dem Plan. Mal gucken, was noch kommt. Also weiter die Kette rechts. Ludwigsfelde. In 190 Metern an der Kreuzung leicht links abbiegen auf Fahrradweg. Jetzt komme ich wieder am Siedener See vorbei. Den Weg bin ich mal mit meinem Bruder und mit Scholli gefahren. Dann haben wir hier am See kurz Pause gemacht. Ich dachte, das ist gleich der Radweg, jetzt nur in Berlin. Hey. Der junge Mann, der jetzt hier davon eilt, hat mir gerade 2 Kilometer Windschatten gegeben, hat ihn gefragt. Er hat kurz langsamer gemacht. Ich bin mit ihm mitgefahren. Geil. Juro, damit bin ich im Naturpark Nutte Niedlitz drin. 4 Kilometer bis Großbeuthen sind geschafft. Das ist nun Großbeuthen. Inklusive Kirche. Genau das ist meine Fahrrichtung. Der Wind. Ja, ja. Der Wind ist wieder mal meine Bergauffahrt im Flachland. Ja, ich habe wieder eine Menge Strecke vor mir. Also es gibt die 100 Kilometer, die ich schaffen will, die gehen hauptsächlich gegen den Wind. Aber gut, ist von mir selber ausgesucht und tja, ich will mich ja trainieren. Ja, so ist nun die Sache. Ich bleibe jetzt mal stehen, habe deswegen auch gefilmt, weil ich denke mal, der Wind ist zu stark, als dass meine Worte während der Fahrt zu hören sind.
Da werde ich dann wohl doch lieber bloß filmen und nichts sagen. Gut, gerne recht. Jetzt sind wir in Löwendorf und es geht in Richtung Ahrensdorf. Also weiter die Strecke, die ich auch mit meinem Bruder und Scholli gefahren bin. Habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Jetzt bin ich mal einigermaßen windgeschützt. Also ich bin jetzt die ersten 30 Kilometer gerollt. Es soll jetzt ja noch wüiger werden ab 14 Uhr. Also ich hoffe, dass ich den meisten Teil meiner Gegenwindstrecke dann weg habe und dann belohnt werde, weil ich dann ja mitten Wind wieder Richtung Heimat rollen will. Schauen wir mal, was daraus wird. Natur ist schön, wie immer. Und was auffällt, ist, dass ich jetzt aus den Nute-Nieblitz-Niederungen so langsam herausfahre auf die in Anführungsstrichen Höhen des Hohen Flemings. Es wird hügeliger. Also für Berliner Verhältnisse hügelig. Oh, jetzt nach 40 Kilometern wieder mal eine kleine Windgeschützte-Stelle oder Windarme. Ja, ich sehe, dass ich so einen 20er Schnitt gegen den Wind habe. Habe ich nicht mit gerechnet. 12.30 Uhr, für mich jetzt Zeit, mal ein bisschen Nahrung aufzunehmen. Wie ich übrigens meine Getränke jetzt so lange für die Fahrt kalt halte, einfache Sache. Ich habe diese handelsüblichen 1,5 Liter PET-Flaschen genommen, habe davon zwei einfach in den Tiefkühler gepackt. Die sind also gefroren, habe sie als gefrorene eingepackt und transportiere sie jetzt mit. Ich habe deswegen auch eine Jacke mit, nicht weil ich die Jacke anziehen will, sondern weil ich die Jacke um die ISO-Tüte, die man ja auch beim Kaufen da kriegen kann, drumgelegt habe. Also hier als Nachweis, der Kern ist noch gefroren, außen drum fängt es an zu schmelzen und ich kriege richtig kalte Finger dabei. Ach ja, auch auf Tagestouren nicht zu vergessen. Wir überqueren das Pfefferfließ, das ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte. Dobriko. Wir sind in Nute-Urstromtal. Also wenn der Wind nicht wäre, also mich überkommt gerade so ein kleiner Anflug von langweilig. Ist doch sehr gleichförmig gerade. Erstmal ein bisschen der Windschutz hinstellen. Also meine ersten 50 Kilometer, ein bisschen mehr so, habe ich schon. 100 habe ich gesagt, werde ich mindestens voll machen heute. Also ich fahre jetzt hier gerade auf einer doch befahrenen Straße. Genau gegen den Wind, da bilden die Bäume drumherum, die bilden genau den Tunnel, in dem denn der Wind kanalisiert wird. Boah. Jo, anstrengend. Ich hoffe nur, dass wir am Donnerstag nicht auftrudeln darf. Ja. Meine Belohnung dafür, dass ich jetzt das Wind drehen darf so ein bisschen. Danke. Also die Strecke waren so 800 Meter war es jetzt lang. 1,5 Kilometer Kopfsteinpflaster sollte ich bei haben. Die habe ich jetzt etwa voll. Gott sei Dank. So, nun gab es gerade Anruf von meinem Bruder. Hat mich für mein letztes veröffentlichtes Video gelobt. Das ist der Radweg Elbe-Havel-Kanal-Radweg. Da fällt mir gleich bei ein, ich bedanke mich bei all den Abonnenten, die jetzt tatsächlich mit mir in einer Gruppe sind. Also wir sind jetzt zu 8 schon. Ich bedanke mich bei all den Abonnenten, die Interesse gezeigt haben, aber leider am falschen Ort wohnen. Ja, am 2. September, also in einer Woche geht's los mit Stadtradeln. Mal gucken, was daraus wird. Ach so, übrigens, mein Kanal hat jetzt die Größe erreicht mit 270 Abonnenten, dass ich meinen Quoten Daumen runter jetzt immer bei allen Videos dabei habe. Also ich möchte mich auch bei dem bedanken, dass er eben das Verhältnis zu anderen YouTubern mit Daumen runter bei mir jetzt endlich normalisiert hat. Dankeschön. Ich bin gerade überrascht von dem Dorf. Also das ist so ein Straßendorf, so ein Langdorfer, wie es heißt. Also eine Straße lang und dann kommt nichts weiter. Aber jo, viel ist so schick gemacht.
Nicht alles, aber ja, schick. Eben wollte ich mein 14 Uhr isotonisches alkoholfreies Getränk nehmen in Badenitz, aber leider hat die Musikantenschenke, die mir wärmstens empfohlen wurde, nicht geöffnet. So fahre ich jetzt weiter und spiele mich, was mir auch bekannt gegeben wurde, dieser kurzen, knackigen Steigung hoch. Ich mich dem historischen Stadtkern Treuenbrietzen und ich müsste mich regenfest machen, wenn ich was dafür bei hätte, weil ich habe die ersten Tropfen abgekriegt. Sieht scheiße aus. Aber 40% Regenwahrscheinlichkeit heißt, dass es in 4 von 10 Fällen regnet und in 6 von Fällen nicht. Ne? Ja, heute trifft 4 zu. Regen ist also jetzt richtig da. So, jetzt bin ich richtig nass. Mein Outfit habe ich auch etwas verändert. Und ja, ich scheine durchs Regengebiet durch zu sein. Kamera ist verschmiert. Ich habe heute auch kein trockenes Tuch bei, mit dem ich das verändern könnte. Ich muss mich noch entscheiden, was ich jetzt mache oder nicht mache. Gut, geht rechts. Das ist schon komisch, also hier, wenn man die Straßen sieht, die sind schon wieder abgetrocknet. Also ich scheine wirklich genau durch den Kern gefahren zu sein. Sieht ja alles echt schon sehr trocken aus. Und gleich queren wir die Nieblitz. Jetzt hier auf der Landstraße sind es 23 Kilometer bis Bad Belzig. Der Radweg nach Bad Belzig, den habe ich ja gerade schon gesehen, der ist 50 Kilometer lang. Den bin ich auf der Tour Brandenburg mit Scholli zusammengefahren und da sind wir auf der Tour mächtig eingebrochen. Also da fahre ich heute nicht lang. Auch diese Sonnen scheinen nicht mehr. Ich bin jetzt im Ort Hasselhoff. Nach 10, 12 Kilometer Gegenwind und dann müsste ich Seiten- oder Rückenwind haben. Oh, ich bin auch fertig jetzt. 75 Kilometer habe ich jetzt schon gerollt. Es wird hügeliger. Jetzt kurz vor Bad Belzig. Wir sind übrigens in Niemek jetzt. Er ist als der gefährlichste, bei anderen Komoten, als der gefährlichste Bahnübergang überhaupt hier in Handfuhren. Auf allem noch interessant ist, das zeige ich euch mal gleich, wenn ich nachher mal absteigen. Die Gleise, die hören so auf bei der Straße. Ey, warum kann man die Scheiße nicht wegmachen und die Radfahrer einfach auch mal in Ruhe fahren lassen? Warum müssen die wieder schikaniert werden und alle anderen haben ja, weiß ich nicht, engelsgleiches Gleiten? Ist doch kacke. Ich gestehe Fehler nicht unbedingt gerne ein. Als Fehler würde ich es auch nicht betrachten, aber der Weg dahinter jetzt hier, der entschädigt schon für diese Schikane. Der ist sehr gut. Dahnsdorf, vor den Toren von Belzig. Jetzt geht's direkt an der Bundesstraße auf Belzig zu. Schöner Radweg. Ja, die Würfel sind gefallen. Ich fahre jetzt noch die letzten 2 Kilometer bis Bad Belzig. Der Weg zieht sich für mich jetzt schon mehrere Tage gefühlt. Und das sind gerade mal 4 Kilometer, die ich jetzt wieder geschafft habe. Aber mir ist unterdessen immer schwindelig geworden. Ein Zeichen des Körpers. Den nächsten Bahnhof anzufahren. Jo, der ist Bad Belzig. Nehme ich. Jetzt kann man hier Brückendurchfahrten üben, offensichtlich.
Ich sehe nämlich nicht, wo die hingehen soll. Da geht nichts weiter. Nee. In die Richtung gibt es einen Damm. Nach rechts hört der irgendwann auf. Komisch. Sondern von der Eisenbahnbrücke hier in Bad Belzig. Mein Zug kommt jetzt in einer Viertelstunde. Ich bin durch, mir reicht's wirklich. Ich habe jetzt 6,5 Stunden mit dem Wind gespielt und habe verloren. 90 Kilometer habe ich in der Zeit geschafft. Dass ich trotzdem einen Schnitt von über 20 habe, da seht ihr mal, wie viele Pausen ich zum Schluss gebraucht habe, einfach weil es ging nicht mehr. Ja. Bad Belzig ist hier teilweise ein bisschen verschlafen, der Bahnhof. Aber naja, Hauptsache man kommt weg und der Zug fährt in meine Richtung. Und der fährt in meine Richtung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe diesmal nicht ganz so viel erzählt, nicht ganz so viel gefilmt, weil ich mit Kämpfen beschäftigt war. Aber trotzdem hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es Spaß gemacht, es war nur eine richtig schöne Kraftausdauerübung. Jetzt heißt es Regeneration, Donnerstag kommt es dann drauf an. Und ja, jetzt war es richtig für mich. Schade ist, dass ich jetzt einfach keine Körner übrig habe, jetzt mit dem Wind tendenziell leicht bergab in Richtung Berlin zu gleiten. Also eigentlich ist es, die richtige Belohnung kommt jetzt und dann hätte ich einen Schnitt von mehr als 20, aber nur dann, wenn ich dann in der Lage bin, auf dem Rad zu bleiben. Ja, mir ist einmal schwindelig geworden und wenn mir dann einmal schwindelig wird, ja, ich denke, dann weiß der Körper auch, dass es zu Ende ist. Gut, in dem Sinne, freut euch aufs nächste Video. Ich freue mich übrigens auf das nächste Mal fahren und ich nehme euch gerne wieder mit. Keine rechts. Tschüss. Noch was für den Nachspann. Bei Tagestouren, wenn es so warm ist, habe ich ja die Möglichkeit, ein bisschen anders zu disponieren, als wenn ich von Arbeit aus losfahre. Ich nutze zum Beispiel auch für diesen Sack, den ich hier habe, so einen ISO-Sack. Der hält mir, denn wenn ich da Kühlschrank kaltes Wasser einfülle, hält es mir schon recht lange kalt. Und was ich außerdem noch reingepackt habe, ist denn so ein Kühlakku. Also jetzt, ich habe noch, naja, ich habe vielleicht noch einen Viertel Liter hier an Wasser drin. Der ist also immer noch kühl. Das funktioniert hiermit recht gut. Und ja, genauso meine Idee, meine Umsetzung beim mit dem Wasser, was ich dann vielleicht mal später nachfüllen will. Einer ist leer geworden, aber hier die Flasche, die hat immer noch einen, vielleicht wenn sie noch hochsteigt, einen Eiskern. Die ist also immer noch kalt. Und wenn ich die nach und nach verbrauche, natürlich, das Wasser hier drumherum kann man ja schon trinken. In dem Moment schmilzt auch das Eis in der Mitte schneller. Also ich hätte, wenn ich jetzt die 60 Kilometer noch gefahren wäre, ich hätte immer noch frisches, kaltes Wasser dabei. Kommt in so eine Isotüte rein. Diese Tüte wickle ich dann ein bisschen mit der Jacke ein und so ist es denn. Also ich habe jetzt für die 6,5 Stunden, die ich unterwegs war, habe ich jetzt 5 Liter Flüssigkeit verbraucht. Wäre noch die Möglichkeit gewesen, irgendwo ein alkoholfreies Hefe zu trinken, das hätte ich definitiv gemacht. Wahrscheinlich hätte ich sogar 2 getrunken. Alkohol hätte ich nicht getrunken, weil so erschöpft wie ich war, wäre ich danach lallend irgendwo in den Busch gefahren. Nee, das habe ich nicht gemacht. So viel dazu. Vielleicht hilft es ja euch auch nochmal bei Tagestouren weiter für Touren, die dann über mehr Tage gehen. Ja, ist das zum Beispiel überhaupt keine Lösung, das ist nur zusätzliches Gewicht. Und ja, den Eiskern erzeugen, ja, den. Nicht jede Pension, nicht jeder Campingplatz würde sowas machen. Also da geht es dann eben nicht. Da muss ich genau die gleiche warme Plörre trinken wie ihr auch. Ach ja, stimmt ja. Ich habe ja noch mein isotonisches, habe ich auch noch einen halben Liter getrunken. Und dann bin ich ja bei 6 Liter. Also für 10 Kilometer 1 Liter getrunken. Das ist so mein Maß. Muss man nicht nachmachen. Wenn ich aber meinem Arzt glaube, dann sollte ich keinesfalls weniger trinken. Macht was draus oder macht nichts draus. Euer Ding. Kette bleibt rechts. Tschüss.